Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Test, test. 13 Monate, Dankeschön. Hallo, Quadra M, danke für 8 Monate. Sisterox, danke für 14 Monate. Quadratspreu, 5 Wobei, Euro. Vielen Herzen. Ein bisschen irritiert. Vielen herzlichen Dank für 5 Euro, Mann. Steigerjunge, Dankeschön für deinen Sub. Ankelmatzer, danke für 35 Monate. Kulix, danke für 9 Monate. Kileas, danke für 5 Monate. Defno, 14 Monate, Dankeschön. Ich glaube, ich habe alles fertig mit Kamera. Und so? Ich meine, Fahrgäste kurz warten. Wollen Leute Zug fahren? In der Schweiz ist anders. Was ist denn daran anders wie in Deutschland? Miau, ach so, ja, miau. Der deutsche TÜV wäre von der Bahnstrecke schockiert. Tatsächlich, Alter. In Deutschland hast du ja, also zumindest die Zugstrecken, die ich bisher gefahren bin, ne? Aber Karma, Tinka und Mia... Ist schlecht war auf dem geworden. Weg von Zürich nach Genf, kotzübel. So schlecht, weil der weil Zug es war nicht wie Zugfahren, es war wie fucking Achterbahnfahren. Ja. Ja. Also, ich weiß nicht, wie man eine Bahnstrecke so krumm und schief bauen kann, dass der Zug Schräglage bekommt beim Fahren. Ne? Oh, aber uns war richtig Holy schlecht. Fuck, Alter. Und zwar mal anders schlecht. Ist schon mal einer von Zürich nach Genf gefahren mit dem Zug? Der wird das fühlen. Nennt sich Neigetechnik, ja, ist aber zum Kotzen. Egal wie das heißt, ist zum Kotzen. Deswegen teuer wie Achterbahn. Ging, war gar nicht so teuer, ne? Also das Ding ist ja... Nee, es war gar nicht teuer. Jein. Also, es war tatsächlich in diesem Schweiz-Deutschland-Verhältnis war das nicht teuer. Mm-mm. Man muss aber dazu sagen, dass dafür, dass alle immer schreien, fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also, ich weiß, das hat natürlich auch einen umwelttechnischen Grund. Aber es hat ja auch früher zumindest einen preislichen Aspekt gehabt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ist halt einfach mittlerweile unfassbar teuer. Also, ja, also wie oft wir geguckt haben, ob wir irgendwie Gamescom oder so mit dem Zug bereisen, das also ist viel teurer, als wenn wir schnell fliegen und es dauert viel länger. Mit einem fucking Flugzeug ist günstiger. So, und du denkst dir, what? Zugfahren mittlerweile ist echt super teuer, finde ich mal. Billigsten und klimafreundlichsten ist das Fahrrad. Ja, das machen wir sehr gerne. Von Zürich nach Köln, easy, eine halbe Stunde mit dem Fahrrad. Ja. Ich finde halt auch grundsätzlich klar wichtig, dass man so ein bisschen darauf achtet, auf die Umwelt. Aber gerade in Deutschland, wo die Bahn, also wie oft ich das lese, gerade um die Gamescom rum, wo viele mit der Bahn angereist sind, mit bin jetzt seit 8 Stunden unterwegs, hätten eigentlich nur 4 sein sollen, ich stecke hier fest, mein Zug ist ausgefallen, ich habe reserviert. Das Ding ist, bei den Pietz, glaube ich, habe ich das in der Story gesehen, ich glaube, die hatten reserviert und dann war der Waggon nicht da. Und die saßen dann halt irgendwann auf dem Boden. Werden Flugzeuge nicht auch manchmal überbucht oder sowas? Ja, das passiert in seltenen Fällen tatsächlich. Habe ich das auch schon mal überlegt. Erlebt. Überlebt habe ich das. Überlebt haben wir das auch. Das überlebt, dass ein Flugzeug überbucht wurde. Aber dann ist das so, dass die eigentlich, bevor die Leute ins Flugzeug einsteigen, also es muss keiner stehen in dem Flieger. Es darf keiner stehen. Die rufen die aus und sagen so, ey, unser Flieger ist leider überbucht. 5 Leute müssten den nächsten Flug nehmen und kriegen dafür 200 Euro. Ja. Und dann kannst du dir überlegen, fliegst du eine Stunde später und nimmst die 200 Euro. Oder halt eben, du willst unbedingt den Flieger und nimmst die 200 Euro nicht, aber 5 Leute oder 6 Leute oder wie viele auch immer, die dann halt eine Stunde oder anderthalb Stunden später einen Flieger nehmen, die kriegen halt 200 Euro auf Kralle. So. Dann kannst du dir überlegen, ob die 200 Euro mitnimmst für eine Stunde warten. So, das ist halt eigentlich 200 Euro guter Stundenlohn und so. Wenn du nicht dringend zu einem Termin musst oder Anschlussflug du jetzt brauchst sowieso oder so. Irgendwie, du weißt eh nicht, was du an dem Tag irgendwie halt machen sollst oder sowas. Ja? Geht dann, das gut. Nimmst du die 200 Euro mit und freust dich, ne? Ja. Easy money. Weißt du, was geil wäre? Einen Erste-Klasse-Bus. Oh, wie ja. Geil wäre das denn? Dann würde ich auch super gerne Bus fahren. So eigene Sitze hast, weißt du? Wo halt einfach nur die Hälfte der Sitze drin sind, wie in einem ganz normalen Bus. Dafür kostet die Fahrt nicht 3 Euro, sondern 6. Ich würde damit fahren. Und dann kriegst du noch, wenn du einsteigst, kriegst du einen O-Saft von der Bussardes. Von der Bussardes. Für 6 Euro. Mhm. Ja, ist dann halt der Aldi-O-Saft. Ist ja egal. Wenn die das mit den Verspätungen hinbekommen, dann sind die Preise ja auch okay. Das stimmt. Wenn die wenigstens zuverlässig wären... Alles das, was sie anbieten und versprechen, auch einhalten, dann wäre das mit den Preisen auch völlig fein. Taxi oder Uber? Also ja, das Ding ist halt einfach, Taxi und hier in der Schweiz auch Uber, ist halt einfach am Ende des Tages scheiße teuer, ne? So, also, Taxifahren ist so ein Luxusding.
einfach mittlerweile. Und das wäre noch fast okay. Also ich habe mich in Deutschland viel mit Taxifahrern unterhalten, weil ich natürlich in Deutschland, so wenn ich halt nach Deutschland fliege, weil ich meine Family besuche oder sowas, bin ich natürlich zwangsweise nur mit dem Taxi unterwegs, weil in Düsseldorf gibt es kein Uber. Und da ist halt das Ding, wenn du guckst, was du für so eine Taxifahrt bezahlst, was echt krass viel ist, und was der Taxifahrer am Ende verdient, was echt krass gar nichts ist, so, dann fände ich es noch okay, so viel für das Taxi zu bezahlen, wenn das wenigstens beim Fahrer ankommen würde. Aber am Ende ist der Fahrer echt froh, wenn der 70 Stunden die Woche gearbeitet hat, wenn er damit seinen Kühlschrank vollkriegt. Deswegen, wenn ihr Taxifahrt, Leute, gebt denen ein bisschen Trinkgeld. Ja, bitte. Gibt es in der Schweiz keine Tankstellenbrötchen? In der Schweiz gibt es keine geilen Brötchen. Das ist das Ding. Ich lobe ja immer alles in der Schweiz und sage, alles ist geil, alles ist besser und so weiter. Es gibt hier Bürli. Es gibt hier Dinge, die sind definitiv nicht besser und das sind beispielsweise Brötchen. Aber das Problem haben, glaube ich, sehr viele Länder. In Deutschland sind die Brötchen einfach am besten. In Amerika finde ich das ganz schlimm. Ja, es geht, also wirklich, es geht nichts über deutsche Brötchen. Und das Ding ist, wisst ihr, was geiler ist? Wie deutsche Brötchen? Runde deutsche Brötchen, weil runde Brötchen schmecken besser wie längliche. Wer fühlt das? Wirklich, du hast den Zehner im Lotto von 6, ja? Wenn du an die Tankstelle gehst und die haben ein rundes Tankstellenbrötchen. Alter, das ist so... Rundes Tankstellenbrötchen. Ja, also wenn ich das nächste okay, Mal so ein Schweinefilet mache und mein Kind mit Speck geilen Rahmsoße, kriegst du ein Tankstellenbrötchen. Warte, wenn das hier auf YouTube kommt und ihr seht das hier auf YouTube, dann schreibt mal in die Kommentare, wer findet Tankstellenbrötchen geil. Und was ist eure Meinung zu Tankstellenbrötchen? Danke. Es gibt da draußen die Leute, die mich fühlen. Ja, die mit dieses Gefühl haben, wenn sie ein rundes Tankstellenbrötchen sehen. Ich bin armer Student und gebe immer gutes Trinkgeld, weil ich selber lange Gastro gemacht habe und weiß, wie wichtig das ist. Ja. Das Ding ist aber, also das, was du schreibst, finde ich halt gut, weil du bist armer Student und gibst halt trotzdem Trinkgeld. Das Ding ist halt, ich finde halt auch, dass dabei das Argument, viele können sich Trinkgeld halt nicht leisten, nicht zählt, weil wenn du es dir leisten kannst, das zu machen in einer Gastro, also essen zu gehen oder sonst was, Cocktailbar oder I don't know, dann kannst du es dir auch leisten, Trinkgeld zu geben. Ja. Kannst du dir das Trinkgeld nicht leisten, dann geh eine Nummer kleiner essen, ja, um da eben halt Trinkgeld geben zu können. Das Ding ist halt einfach, die Leute leben davon, das ist halt das. Und jeder, der mal in der Gastro gearbeitet hat, der weiß, wie schwer das ist, sich seinen Kühlschrank zu füllen und seine Miete zu bezahlen davon, wenn die Leute alle so denken und sagen, hier hast du 10 Cent Trinkgeld, ganz ehrlich. Auch gerade gelesen, dass der einer so schrieb, er gibt gar kein Trinkgeld, du solltest dich richtig schämen. Ehre. Wirklich richtig schämen solltest du dich. Trinkgeld bringt nichts, der Koch ist der, der das Geld verdient hätte, nicht der Kellner. Das ist Bullshit, das sind beide, die das Trinkgeld verdient hätten und in guten Läden wird das auch aufgeteilt. Ja. Das ist halt einfach so. Also ich kenne extrem viele Läden, wo das alles in einen Topf kommt und dann wird das aufgeteilt zwischen allen, die eben halt an dem Tag gearbeitet haben. Das ist leider nicht immer so, ja, aber es gibt viele Läden, wo das genauso gemacht wird. Wieso sollte ich mich schämen? Sorry, aber mir gibt auch keiner Trinkgeld für meinen Job. Weil die Jobs, wo man weiß, dass man Trinkgeld gibt, vom Gehalt her so ausgelegt sind, dass das Trinkgeld mit das Gehalt trägt. Du kannst doch nicht verlangen, dass wenn du in einem Büro arbeitest oder auf dem Bau oder sonst wo, wo das Gehalt eben nicht auf Trinkgeld mit aufgebaut ist, dass dir jemand Trinkgeld gibt. Das ist halt in der Gastro nun mal so. So läuft das Leben. Herzlich willkommen im Leben. Fehlen einem echt die Worte, ne? Ja, da fehlen einem echt die Worte. Wir leben in Deutschland, das ist eben nicht mehr so. Wir haben Mindestlohn. Du hast für nächste Woche eine Aufgabe, ja? Wir haben in Deutschland Mindestlohn. Du gehst mal in das nächstgelegene Altenheim, ja? Alter! Oder zu dem nächstgelegenen Taxifahrer und dann redest du mal mit den Leuten, was die am Ende des Monats netto aufs Konto kriegen. Und eine dämliche Aussage war auch gerade, wenn man viel Geld hat, kann man viel reden. Ich hab, als ich Studentin war... Fuck my life, ich hab Trinkgeld gegeben, als ich arbeitslos gewesen bin. Ja. Und ich nicht wusste, was ich im Monat fresse, habe ich trotzdem, wenn ich es mir einmal im Monat rausgenommen habe oder was, irgendwo was trinken zu gehen, dann habe ich am Ende trotzdem Trinkgeld gegeben, ja. 10% weil oder sich das was. Einfach so gehört. Ja?
und habe mir das vom Mund wieder abgespart, weil wenn ich es mir leisten kann, irgendwo in der Gastro mir den Wanz voll zu kloppen, dann kann ich es mir auch leisten, dem Kellner oder was Trinkgeld zu geben, weil ich habe diese Dienstleistung in Anspruch genommen, also muss der nicht darunter leiden. Holy fuck, Alter. Holy fuck. Unterhalte ich mal mit einem, der in der Altenpflege arbeitet, Krankenschwester oder sowas, ja, irgendwelche Pflegeberufe. Red mal mit denen. Die drehen jeden Cent dreimal um und müssen gucken, wie sie ihre Familie durchkriegen. So sieht es nämlich aus. Es funktioniert komplett scheiße. Ja, sind aber nicht, also auch Kellner, Köche. So. Und das kann ich nicht sagen als einer, der natürlich viel Geld verdient, sondern das sage ich als einer, der 4 Jahre oder 3 Jahre oder was auch immer in der Altenpflege gearbeitet hat, der nicht wusste, wie er seine Miete bezahlt, ja? Der von Dispo zu Dispo gelebt hat. So sah das nämlich aus. Und das, obwohl ich 60 Stunden die Woche arbeiten gegangen bin und Leuten den Arsch abgeputzt habe. Und was da dann auch noch getrickst wird mit Mindestlohn, das ist halt richtig krass. Wie gesagt, unterhalte ich mal mit einem Taxifahrer beispielsweise. Offiziell kriegen die ihren Mindestlohn. Ja, ja. Mhm. Also, es gibt doch Ausnahmen tatsächlich, wo ich schon mal kein Trinkgeld gegeben habe. Aber dann muss es echt scheiße. Da muss schon was passiert da sein. Da muss schon, ne, was passiert. Da muss der Kellner schon irgendwie schnippische Kommentare von sich gegeben haben oder irgendwie beleidigend gewesen sein oder sowas. Aber selbst wenn wir das Essen mir jetzt nicht so geschmeckt hat, stand der Koch ja trotzdem in der Küche und hat das Essen irgendwie zubereitet und sich Mühe gegeben und wurde mir an den Tisch gebracht. Also ich finde, das Essen hat mir nicht geschmeckt, ist kein Argument für kein Trinkgeld. Oder wenn es voll war und es hat lange gedauert, ist auch kein Argument für kein Trinkgeld. Wie gesagt, wenn der Kellner mir irgendeinen blöden Kommentar an den Kopf schmeißt oder unhöflich wird oder sowas, das ist was, wo ich sagen würde, buh, jetzt wird's komisch. Aber ansonsten, in Amerika wirst du darauf angesprochen, wenn du zu wenig Trinkgeld gibst. Und zwar öffentlich. Da wird nicht geflüstert, sondern da wird gefragt, wieso ist das so wenig Trinkgeld? War irgendwas nicht in Ordnung, weil das mit dazugehört? Und irgendjemand da oben schrieb gerade, ich bekomme kein Trinkgeld, wieso sollte ich anderen Menschen Trinkgeld geben? Und das ist genau das, was Schlo gerade sagte, diese Selbstsüchtigkeit, so, ich bekomme nichts, warum sollten andere was bekommen? Holy shit, du tust mir richtig leid. Und ich bin wahnsinnig froh. Also Postbote kriegt von uns zu Weihnachten immer Weihnachtsgeld. Der schleppt jeden Tag Pakete hier ran. Natürlich bekommt er von uns was extra. Das gehört sich halt einfach. Gut, das macht jetzt nicht jeder. Da denkt vielleicht auch nicht jeder dran. Finde ich, ist auch kein Muss. Aber für mich ist das, Alter, der schleppt die ganze Straße hier, schleppt der ständig. Wenn ich wieder faul bin und ich bestelle mir irgendeine Scheiße, schleppt der meinen Kram hier. Also ich gebe meinem Postboten Weihnachtsgeld. Das ist so, ja, der kriegt wahrscheinlich sowieso Weihnachtsgeld von seiner Firma. Aber ist ja egal. So, der macht was für mich, wegen mir. So, ob der dafür bezahlt wird oder nicht. Aber weiß ich nicht. Mach ich halt so. Ich finde, das stimmt tatsächlich. Das Witzige ist, meistens geben die Leute, die am wenigsten haben, das meiste an ihre Mitmenschen ab. True. Das merkt man super, super, super oft. Nur dass das diejenigen, ist, die selber drauf gucken müssen, wissen, wie wichtig Wertschätzung gegenüber anderen Menschen ist. So. Nur du kannst nicht halt sagen, auf der einen Seite, ja, alle verdienen halt irgendwie zu wenig, bla, dies, das, und dich darüber aufregen und dann am Ende derjenige sein, der sagt, ja gut, aber ich gucke, dass ich trotzdem an jeder Ecke falsche und keine Ahnung. Das ist halt das Ding. Also wenn einer für mich arbeitet, dann soll der auch anständig bezahlt werden. Ist halt so. Crash and burn, found myself beneath the-